Servus, Nachschuss, Kameraden, herzlich willkommen zu Let's Play Bioshock 2 Remastered. Wieder mit mir, dem Max von der CBD Community. Und wir sind weiter auf der Suche nach Little Sisters. Deswegen, ohne weiteres Gelaber, gehen wir einfach mal weiter. Und würde ich mal sagen, machen wir hier mal die Tür auf. Halt, ich hatte schon Brand ausgewählt. Lassen wir mal drankommen. Okay, hier ist es eisig. Imago-Galerie. Alter, hier ist echt eisig. Uiuiui. Oje, 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 oje. Jetzt gehen die Bots natürlich da rein, so doof wie sie sind. Und verrecken beide. Ah, ich habe bloß einen Dreieckpfeiler, das ist jetzt echt ungut. Das ist alles voll, ey. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall. Jawohl, den haben wir auf jeden Fall schon mal. Machen wir die da hinten. Really, Nigga. Okay, weg. Nee, ich glaube, ich muss sie so. Komme ich da ran? Vielleicht komme ich ran. Ich gucke mal, ob ich rankomme. Ja, ich komme ran. Sehr gut. Komm da ran zum Hacken, das ist echt gut. Dann wiegst du schon mal die zwei und die eine Anlage da. Alter, das Ding nervt. So, ja, wollte den Fallweg nicht versaut. Da liegt so eine Leiche, die ist bestimmt ein. Ja, ich nehme mal den Staub hier an, das ist auf jeden Fall so ein Dingeling-Ding-Ding. Kommt richtig rüber, jawohl. Und dreh ich wieder weg, perfekt. Dann hält sich mal kurz das Maul. Ach man, nein. Ach Scheißdreck. Hier gibt er noch was. Zack. Alles fügt sich zusammen. Aha. Könnt jetzt mal aufhören da zu ballen. Natürlich machen sie jetzt das Ding jetzt nieder, obwohl der eigentlich von Wert für mich wäre. Bestimmt. Ein neues oh. Gesicht. Ich habe ein verdammtes neues Gesicht. Wer hätte das gedacht? Rapture, das Betrügerparadies. Ich muss meine Atlas-Stimme weiterentwickeln. Ich schätze, der Akzent liefert mir einen Vorwand, mich mit einer Pulle in einem Zimmer einzusperren und die Kohle zu zählen. Jetzt ist der Krieg richtig am Toben. Und ich habe eine höllische Überraschung für Andrew Ryan. Hat lange gedauert. Aber ich schätze, der verlorene Sohn bucht jetzt gerade seinen Flug. Ah. Na, oh, weg mit. Stehst mit dem Weh hier. Hier ist aber auch ganz schön kalt, bestimmt. Ja. Jawohl, da mal Eve rumliegen. Ein Geschütz. Jawohl. Zähm. Das Zähmaschine. Gehackte Geschütze und Bots können deine besten Freunde sein. Mit dem Zähmaschinen-Tonikum von Ryan Industries dauert diese Freundschaft jetzt noch länger. Okay. Was kann man da? Feuersturm, Gefrierbrand, Eveling, Hackers Delight. Stolze Eltern. Gegenbank einlagern. Das heißt, wenn wir ein bisschen mehr Adam dann haben, beziehungsweise beim nächsten Ding kaufe ich mir das dann mal. Einen Slot noch. Oh, das schaffe ich nicht. Ja. Nee, denn dann habe ich was. Nee, ich habe kein, nee, ich habe keinen Eckpfeil, vergiss es, den lasse ich lieber. Der geht mir viel zu schnell. Hier nicht mehr. Ich gebe mein Bestes. Bei dem läuft er, aber der wird jetzt niedergemacht. Oh, du hast spezielle Probleme, was? Dein Hals ist los. Ja, ist das passiert?
Ja, die kriegen jetzt schon aufs Maul, mir ist das egal. Gehen wir mal weiter. Da. Ja? Wir machen mal einen kurzen Cut, bis gleich. So, da sind wir jetzt auch wieder nach diesem kleinen Cut. Meine Mutter hat mich kurz gebraucht, deswegen war ich dann eben noch kurz weg. Für euch zumindest war das ganz kurz. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Wir haben ja schon eine Sister, glaube ich, gerettet, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Also. Du täuscht dich in mir, Delta. Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Stimmt. Ja, wie gesagt, dass er das braucht. Fuck. Kleines Präsent für dich. Lol. Der ist jetzt geflogen. So. Okay, ja, dann gehen wir mal weiter. Nitos. Was für eine Sauerei. Hallo? Ist da jemand? Meine Erbstücke. Lass zumindest die mir. Von allen. Ich kenne mich auf damit. Vorsicht, Granate! Nicht da! Ihr Pfeifen. Ja. Da waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Ja, von hier sind wir gekommen. Gehen wir mal da weiter, vielleicht haben wir da nochmal irgendwo eine Little Sister. Ja, haben wir definitiv. Lamb's Garden. Oi. Okay, da ist eine. Mach den Riesenaffen da fertig und schnapp dir die Sister. Lappen. Er ist netter als andere Daddys. Na ich. Ja. So, haben wir dich. Ja, Bordertreibstoff brauchen wir nicht. Okay. Ich sollte aber wieder schauen, dass ich mal ein paar Verbandskästen irgendwo auftreibe. Da haben wir sogar jemanden, guck mal. Da ist es. Die geht dann wahrscheinlich erst auf, sobald ich die hier platziere. Ne, ne. Machen wir jetzt mal ein bisschen schlauer. Du weißt doch, dass du keine Chance hast. Der hier ist böse. Das wirst du bereuen. Das ist ein Verbandskasten. Bloß Nieten, die Niete. Verbandskasten. Ich brauche einen Verbandskasten. Oder noch ein paar Verbandskästen. Ne, da wollen wir noch gar nicht her, anscheinend. Das habe ich jetzt aber auch keinen Bock mehr anzuhören. Da ist doch irgendwo ein Automat.
Da ist auch noch eine Leiche. Oh, wo ist der nächste Automat? Ja, doch irgendwo da vorne. Oder? Ja, da vorne rein. Das ist der nächste. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Eleanor. Denk an das Genie, das du ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. Zurück. Adam, Daddy, holen wir's uns. Na dann. Gönn dir und die andere Leiche liegt drin, die lootet dann auch, dann passt es auch. Na, Big Daddy. Ich. Oh ja, gut, auch, ja. LOL. Alles klar. Alles klar. Ich hatte eigentlich meiner Meinung nach volles Leben. Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Tu das. Darf ich erstmal wieder ins Wald zurücklaufen? Fickt euch, ey. Ah, falsche Richtung, oder? Fuck, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ja, doch, ich muss da hinten raus. Boah, ist das ein Bullshit, ey. Dann hatte ich anscheinend nicht volles Leben, toll. Raketensperr. Hier ist ein Engel. Also, wenn nicht, gibt's jetzt Bohrangriff und fertig. Wer ist das? Engel erinnern sich, also tun wir es auch. Logisch. Da. Arschloch. Na komm mit, Süße. Daddy, du rettest mich immer vor den Monstern. Ja, das ist mein Job. Das ist mein Job. So. Gehen wir mal noch zurück und holen noch die andere. Dann haben wir das auch schon wieder. Na dann sammeln wir schön. Komm, ich richte dein Gesicht zu einem. Gib mir das Kind. Sofort. Lies wenigstens unsere Flügel. Dieser Engel ist einsam. Du warst der Dinge. Komm, du siehst dein Städtchen auf der Flügel. Ich hoffe, ihr lasst es aus. Du kämpfst! Du kämpfst! Du kämpfst! Du kämpfst! Du kämpfst!
Familie lässt dich schön grüßen. Mach das nochmal. Vogel. Oh, komm mit. Ja. Bringst du mich auch nach Hause? Ja, das mache ich. Ich höre das Funkeln, das heißt, da oben ist wahrscheinlich einer. Genau. Nehmen wir die Olle dann nochmal mit. So, dann darfst du jetzt auch heim, wir retten dich natürlich. Gestellt. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. So ein Wichser. Na, dann geh du mal wieder rein hier. Oh, den mache ich alle, Alter. Dem könnte man auf die Fresse kaut. Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Tja, ist halt so, ne? Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe es schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck. Klar, Sinclair. Bitte, ey. No. Komm mal her, du Olle. Wieder dieses Scheißding, ey. Was tot ist, super. Bin noch fast tot, geh weg jetzt. Ah, die Olle, ey. Ich hätte sie fast gehabt. Mist, du elendiges. Ah. Er ist ja voll geil, ne? Alter, Maul. Meine Fresse. So. Als Maul, ich kaufe mir jetzt erstmal was. Toll! Mann, ey.
Verpiss dich doch jetzt. Durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Eine wahre Utopistin. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Wenn sie sich erhebt, werden wir wie Hunde erscheinen, die sich knurrend in der Nachgeburt winden. Da ist sie. Die kleine Göre will wohl auch mal auf einem Bild sein. Richtig niedlich. Schalte ihren Bodyguard aus und kümmere dich um sie. Jetzt killt sich alles gegenseitig. Nice. Mal schauen, wie er da verreckt. Töten sich gerade alle gegenseitig. Hab ich schon mal ein Problem weniger. Dazu zu gucken ist interessant. Das Bleiser töten sich, die zwei töten sich. Mag ich sowas. Boah, du willst jetzt nicht. Oh. Ui. Gott sei Dank, Alter. Alter. Eieiei. Scheiß Hure, ey. Ja, Moment. Ich brauche erstmal kostenlose Muni. Ich gebe überall Filmrollen rum. Na gut, ist auch ein Theater, ne? War so klar. Hör mal auf zu heulen jetzt. Oh, wirklich? Hab Schaden gekriegt, fickt euch, ey. Also hören wir uns das mal an. Ein Spion. Na endlich. Es gibt einen Maulwurf hier. Einer meiner eigenen Leute hat Ryan Hinweise auf meine Aktivitäten gegeben. Und jetzt werde ich eingesperrt. Als Religionsgemeinschaft haben sie uns bloß überwacht. Aber als politische Gemeinschaft wollen sie uns kreuzigen. Eine Ironie, die nur ein schwacher Trost ist. Und doch, Ryan wird es als letzter einsehen, aber er hat das Volk schon nicht mehr hinter sich. Wo man mich auch hinschickt, Rapture wird mir folgen. Essensresten zu durchstöbern. Komm aus der Tür, Eleanor, und für die Familie! Einmal noch diese. Eine mit was? Eine weltliche Heiligkeit, okay. Das Genie Sophia Lambs liegt in ihrer Empathie, ihrer tiefen Moralität. Ich kann sie nur als eine Art weltliche Heilige bezeichnen. Aber indem sie ihr Mitgefühl gleichmäßig über die ganze Welt verteilt, kommt stellenweise so wenig davon an, dass mancher es nicht mehr wahrnimmt. Liebe
ist als Begriff zu schwach dafür. Selbstverständlich ließ Ryan sie verhaften. Er übergab sie Sinclair. Der sollte sie irgendwo wegsperren. Aber sie floh und brachte die Stadt an sich. Das hat mein Leben für immer verändert. Ja, ist okay, ich nehme dich jetzt mit, hopp. Ja, geh mit. Komm. Auf jetzt. So. Und was ich jetzt erstmal brauche, ist Kohle. So wenig Leben wie möglich verlieren. Elektrosturm. Ryan Industries stellt die neueste Entwicklung der genetischen Abwehr vor Elektrosturm macht aus. Wandelnde Tesla-Spule. Jemand denkt schon schlaf, der dumm genug ist, dich anzugreifen. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da scheiße ich erstmal auf Borderkraft, ganz ehrlich. Oh, jawohl, Eve brauchen wir auf jeden Fall. Du Motherfucker. Blödes Arschloch, ey. So. Da geht's um Mochacho. Ich möchte aber was ganz anderes haben. Quasi davor und dann dürfte da einer sein. Nein, da ist er. Da ist noch eine. Wieder immer wegfliegt, ne? Willst du wie die immer wegfliegen? Von allen Seiten. Halt ein dummes Maul. $32 kommt, das reicht mal für so ein scheiß Ding. Ganz ehrlich. Im Zirkus der Werte. So, ich würde mal behaupten, bevor wir den jetzt aber hier schon mal ansetzen. Bevor wir den Engel drauf ansetzen, was ist erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut doch in die Videobeschreibung. Da sind allerhand schöne Links. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.